Kapitel 2 – Die verheerten Inseln. Am nächsten Tag inspizieren Maiev und ihre Beobachterinnen an den Küsten einer geheimnisvollen Inselkette einige uralte, aber doch merkwürdig bekannte aussehende Ruinen. Bekannt aussehende Ruinen, so. Man sieht hier schon, dort ist ein Nagercamp der Stormweaver Wrack Cage, also Wracks von Stormweaver Clan, Stormrufer Clan, Izal Shura, Arauk Nashal, Nagercamp und das Grab von Sargeras. Also wir sind hier auf den verheerten Inseln. Herrin, wir folgen Illidans Kurs nach Osten, wie ihr befahlt. Aber diese seltsamen Inseln sind auf keiner unserer Karten verzeichnet. Das hatte ich vermutet. Die Inseln scheinen erst jüngst geformt worden zu sein. Wie kommt ihr darauf? Die Ruinen um uns herum, Naisha. Ich erkenne sie. Dies war einst die große Stadt Surama, die erbaut wurde, ehe unsere Zivilisation vor Zehntausenden von Jahren im Meer versank. Aber wie kann... Wollt ihr andeuten, diese Inseln wurden irgendwie vom Meeresgrund geborgen? Möglich. Doch gibt es wenig Mächte auf der Welt, die Inseln aus der Tiefe heben könnten. Wie auch immer, dieses Rätsel müssen wir später lösen. Wir gehen besser ins Landesinnere und schlagen ein Lager auf. Wenn das geschehen ist, nehmen wir Illidans Fährte auf. Hier, Schwestern, errichten wir einen Stützpunkt in diesem Gebiet, damit wir die Jagd nach Illidan fortsetzen können. Und das werden wir tun. Ja. Wir sind hier jetzt gerade in Surama, den Ruinen von Surama. In dieser Stadt wurden Illidan, Tyrande und Malfurion geboren, tatsächlich. Ja, das ist ja ganz lustig, dass man jetzt hier ist. Auch wenn man es, glaube ich, damals, als Warcraft rauskam, noch nicht wusste, dass das so ist, dass die hier geboren sind und so weiter. Aber es ist so. Aber muss es nicht total cool sein, einfach mal, wenn man so, ich weiß nicht, ich erkläre das mal lieber, ich mache die Musik ein bisschen leiser, bei mir ist sie extrem laut. So ist, glaube ich, besser. Also muss es nicht extrem cool sein, also jetzt von unserer gar heutigen Zeit, wenn man Planeten entdeckt, die, Leben haben können, also die eine Atmosphäre haben und so weiter und so fort, und dass man darauf dann der erste Mensch ist, der diese Insel erblickt beziehungsweise sozusagen besetzt, also nicht besetzt, sondern so entdeckt und alles, das muss doch so genial sein, finde ich. Also man fühlt sich dann wahrscheinlich so wie ein Pionier, und ich heutzutage ist es ja leider so, dass man heute fast keine Insel mehr entdecken kann und so weiter, weil ja alles schon irgendwann irgendwo mal entdeckt wurde. Und das muss ja total cool sein, wenn man dann der erste Mensch ist, der so etwas, naja, findet. Also für mich wäre das wahrscheinlich das Größte, wenn man sowas hätte. Da ich schon damals von so Amerika und sowas, diese Entdeckung da fasziniert wurde, auch wenn ich es ein bisschen schwachsinnig finde, dass die Engländer das zu ihrer Kolonie oder beziehungsweise da gemacht haben und diese Insel schon seit irgendwie 2000 Jahren schon jemanden gehörte oder beziehungsweise schon Ewigkeiten den Ureinwohnern gehörte, die naja, auch ziemlich sinnlos finde ich das. Denn sozusagen haben die ein Land aufgeteilt, was schon seit tausenden von Jahren irgendwelchen Leuten gehörte. Die Amerikaner und die Briten. Ein bisschen schwachsinnig eigentlich. Man weiß jetzt gar nicht. Nein, das erzähle ich euch erst später, wenn es soweit ist. Ich will nicht, dass Naisha stirbt, die ist cool. Sauber. So.
Maiev kann ja so schön blinzeln. Das ist ziemlich cool. Ich bin die Klinge der Göttin. Illidan ist irgendwo da draußen. Ich kann nicht mehr warten. Und wenn man dann so als einzigster, also beziehungsweise als so neuer, eine neue Kolonie entdeckt, so, also nicht entdeckt, sondern eine neue Kolonie gründet auf einem also auf einem neuen Planeten und so, das muss doch genial sein, denn so durch ein Dschungelgebiet oder irgendwas, also hat man ja schon in Spielen und so weiter, Filmen so gesehen. Vorsicht, Schwestern, wir wissen nicht, was diese Kreaturen für uns in petto haben. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Das ist doch total genial wäre. Ich baue eigentlich am liebsten so mein ganzes Lager um den Baum rum. Also um das Hauptgebäude baue ich immer liebstens meine Gebäude, Türme und so weiter rum, damit die so ein wenig gedeckt sind. Also dass der Hauptturm, also Hauptschloss, Baum des Alters, bla bla bla, gedeckt ist von allen Seiten, damit das nicht so leicht angegriffen wird. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Und ich habe ja erzählt, dass ich mich für die The Elder Scrolls Online Beta angemeldet habe. Ihr kennt das ja, habe ich ja schon vor Monaten erzählt. Und naja, das habe ich halt gemacht und ich habe immer noch keine Antwort erhalten. Da steht so nach sieben Tagen, also nach drei Tagen kriegt man eine Antwort. Und ob man gewählt wurde oder beziehungsweise ob man irgendwas Tolles bekommt, also dass man bestätigt wurde, dass man sich da angemeldet hat. Ja, das war vor zwei Monaten, ein Monat, und ich habe es immer noch nicht bekommen. Ziemlich blöd. Ich verstehe nicht, warum die so lange brauchen, also beziehungsweise warum die hinschreiben, also dass sie so lange brauchen, stört mich eigentlich gar nicht, sondern eher, dass sie hinschreiben, dass die in einer Woche oder beziehungsweise in drei Tagen soweit sind, dass sie mir was schreiben, aber dann es doch nicht tun. Das ist wirklich das Problem, was man hat mit diesem Elder Scroll, meiner Meinung nach. Ich werde die Jagd beenden. In Position. So wie für ein paar Dryaden und ein paar Bären. Wir erkunden natürlich erstmal die Insel, die Hauptinsel, auf der wir drauf sind, bevor wir irgendwas anderes tun. Bei WoW gibt es diese Inseln leider noch nicht. Falls ihr dieses Video guckt und WoW spielt, wisst ihr das ja. Falls nicht, könnt ihr euch nochmal mein Let's Talk WoW Inselreich oder was immer ansehen. Ich habe es immer noch nicht benannt, weil es immer noch nicht draußen ist von dem Zeitpunkt, von dem ich jetzt aufnehme. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen werde, also das könnt ihr euch ansehen, die Videos, die ich da vorausgehaut habe aus WoW, und da erzähle ich auch über diese Inseln. Das Ende rückt näher. Ein Ork. Ich rieche den Gestank von Dämonen an ihm. Seid unbesorgt, Fremdling. Dieser alte Wanderer hegt keinen Groll gegen euresgleichen. Ich bin Draktul, einst mächtiger Hexenmeister des Storm River Clans. Und jetzt der letzte meiner Art. Was macht ihr denn hier? Verzeiht, Lady. Doch mich plagen rastlose Geister. Sie verfolgen mich Tag und Nacht seit bald 20 Jahren. Wenn ihr sie für mich zum Schweigen bringt, erzähle ich euch vielleicht meine Geschichte. Ich denke darüber nach. Und weil wir ja so herzensgute Menschen sind, machen wir das natürlich. Und nicht, weil es Items oder sowas dafür gibt. Das machen wir ja sowieso nur alles, also auch bei WoW alles nur wegen, dem heldenhaft sein, nicht, weil wir die Items wollen. Es ist echt traurig, auf Twitter sagte dieser Ghostcrawler zu einem Spieler, dass der die Levelphase unnötig findet, da dieses immer zäher wird und so weiter und so fort. Da hat er gesagt, ja, da muss man sich echt was ausdenken, denn viele Spieler verlassen deswegen das Spiel. Und
Ich fand's schrecklich. Ganz ehrlich. Von meinem Standpunkt aus spiele ich eigentlich WoW grundsätzlich während der Levelphase. Also die Endgame gefällt mir gar nicht so, sondern ich spiele es eigentlich meistens nur wegen der Story und wegen der Levelphase. Und wenn jetzt die neuen Add-ons, die Levelphase so ein wenig rausgenommen wird, beziehungsweise fast ganz gelöscht wird, warum sollte ich das Spiel nochmal spielen? Also wirklich, das ist so schrecklich. Also falls die Levelphase rausgenommen wird, eigentlich die Phase, die am meisten Spaß macht mit Pandaria und sowas, das hat mir immer so einen Spaß gemacht. Und wenn die rausgenommen wird, dann denke ich echt darüber nach, mit WoW aufzuhören. Also das ist genauso mit der, also wohin sich jetzt entwickelt WoW. Von der Story her ist die immer noch natürlich super, aber wenn es sich jetzt dahin entwickelt. Also wo sich WoW jetzt hin entwickelt, gefällt mir gar nicht. Das ist dieses Free-to-Play. Also nicht, dass ihr es jetzt falsch versteht, dass WoW jetzt schlechter wird oder so, sondern es geht mir darum, dieses, wie nennt man das, dieser In-Game-Shop. Ist das Schrecklichste, was ich jemals bei WoW gesehen habe. Natürlich haben sie natürlich zuerst gesagt, das ist nur für Asien und jetzt ist es schon auf den PTR zu haben, aber okay. Das zweite ist das mit der Levelphase. Falls es so kommt, ich will jetzt erstmal hier gar nichts groß an den Nagel hängen und so weiter und so fort, aber falls diese Levelphase eingeschränkt wird oder beziehungsweise nicht mehr vorhanden ist, dann denke ich wirklich darüber nach, mit WoW aufzuhören, weil das ist eigentlich. Also, naja, andere Spieler spielen vielleicht aus anderen Gründen. Ich spiele vor allen Dingen wegen der Story und der Levelphase. Und falls dieses so ein wenig eingeschränkt wird, würde ich das schrecklich finden. Das würde ich zum, naja, zum fast schon als, nee, das wollte ich gar nicht gerade gar nicht skillen, aber naja, das würde ich schon als, also als Ketzerei empfinden, wenn man das einschränkte. Das würde ich schrecklich finden. Gerechtigkeit wird geschehen. Weil diese Levelphase ist eigentlich das, was das Spiel ausmacht, meiner Meinung nach. Auch dieses Endgame. Ich war nie wirklich der Fan vom Endgame, außer bei World of the Lich King, weil halt der Lichtkönig und ihr wisst schon. Und wie kann ich der Göttin dienlich sein? Euer Gebäude ist fertig. Ich werde die Jagd beenden. Forschung ab. Die Toten plagen euch nicht mehr, alter Ork. Hab Dank, Fremdling. Nun hört meine Geschichte. Vor fast 20 Jahren hob der große Hexenmeister Uldan diese Inseln aus der Tiefe. Er wollte die uralte Gruft bergen, in der sich die Überreste des dunklen Titanen befanden. Sargeras! Ihr sprecht von Sargeras, dem Schöpfer der Legion! Eben dem. Vor Äonen, nach Sargeras Niederlage, wurden seine Überreste in einer unterseeischen Gruft eingeschlossen. Uldan glaubte, die Macht des dunklen Titanen ginge auf ihn über, wenn er die Gruft öffnete. Durch seinen Hochmut wurden er und der Rest unseres Clans von irren Dämonen in Stücke gerissen. Seither ziehe ich über diese Inseln und werde von den Geistern meiner ermordeten Kameraden heimgesucht. Eure Geschichte ist so fesselnd wie abstoßend, Draktul. Ein Jammer, dass eure Geister verstummt sind. Für das, was ihr hier entfesselt habt, verdient ihr Schlimmeres als ihre Gesellschaft. Ja. Stimme ich dazu. Und dafür haben wir eine Robe der Weißen bekommen. Was ja auch sehr nett ist, obwohl wir eigentlich auf Beweglichkeit skillen müssen. Naja.
Ich denke, hier mache ich erstmal einen kurzen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn, meine lieben Leute.